Ständig zunehmende Ungereimtheiten in der etablierten Medienberichterstattung führten dazu, dass freie Alternativmedien wie Pilze aus dem Boden schossen. Eine regelrecht weltweite Invasion akribischer Beobachter. Diese verliehen den Mainstream-Medien nach jahrelangen Untersuchungen den Pauschaltitel Lügenpresse. Das passte den etablierten Medien allerdings gar nicht. Darum holen sie immer mal wieder, wie etwa gestern der Bayerische Rundfunk, zu empfindlichen Gegenschlägen aus. Doch wird letzterer mit seiner Sendung kontrovers wohl eher das Gegenteil von dem erreichen, was er gerade beabsichtigte. Denn begangene Täuschungen und Lügen lassen sich nicht durch noch größere wettmachen. Da sich der jüngste Gegenschlag des Bayerischen Rundfunks diesmal primär gegen Klagemauer TV richtete, erlauben wir es uns, Ihnen einen kleinen Lehrgang über große Lügen zu präsentieren. Werden Sie einmal mehr Augenzeuge von böswilligem Journalismus. Medienlügen, Format XXL. Als augenfälligsten und gefährlichsten Rivalen der etablierten Medien führte der Bayerische Rundfunk Klagemauer TV ins Feld. Doch bereits die unheimliche Spurensuche nach dem Geheimnis, wer wohl hinter Klagemauer TV stecke, ließ nichts Gutes erahnen. Woher kommen diese Nachrichten? Nürnberg oder Augsburg werden unter anderem als Studioorte genannt. Laut Impressum sendet Klagemauer TV aber aus der Schweiz. Eine unscheinbare Adresse. Was sich wirklich dahinter verbirgt, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Wir machen uns auf die Suche und... Obgleich der Bayerische Rundfunk das Hauptzentrum von Klagemauer TV nachweislich mit einem einzigen Klick ausfindig machen konnte, begann er KlarTV als unheimliches Mysterium zu dämonisieren. Und dies, obgleich schon seit fast 3 Jahren schaufenstergroße KlarTV-Logos unser Schweizer Hauptzentrum zieren. Obendrein beantwortete Ivo Sasek dem Bayerischen Rundfunk rechtzeitig auf 16 A4-Seiten 25 Fragen im Detail, sodass selbst vorsätzlichen Täuschungen jeder Boden entzogen war. Doch wie immer, vergeblich, einmal mehr wurden sämtliche Lügen, wieder jedes bessere Wissen bewusst ausgestrahlt. Und dies, obgleich Sasseks Rechtsanwalt vom Bayerischen Rundfunk eine Einsichtnahme vor Ausstrahlung der Sendung kontrovers eingefordert hatte, um eine abermalige Volksverhetzung durch Medienlügen rechtzeitig zu verhindern. Doch entgegen diesem gesetzlichen Recht verweigerte der Bayerische Rundfunk jeglichen Einblick. Bewusst verschwiegen wurde bei dieser unheimlichen Spurensuche auch, dass KlarTV während den ganzen Sommermonaten 2016 fast täglich offen von Ivo Sasek, dem Gründer von KlarTV, gesprochen hat. Und zwar so, Sie erinnern sich. Melden Sie uns, in welcher Region Europas oder in der Welt Sie den neuesten Spielfilm von Ivo Sasek, Im Anfang war das Herz, sehen möchten. Aber auch an der AZK und fast allen öffentlichen Veranstaltungen wurde stets offen dokumentiert, wer Klagemauer TV betreibt. Auch alle übrigen etablierten Medien wissen schon seit Jahren genauestens, wer Klagemauer TV gegründet hat. Bewerten Sie für sich selber den Täuschungsgrad in dieser unheimlichen Spurensuche in einer Skala von 1 bis 10. 10 würde eine sehr große Täuschung und somit Lüge bezeichnen. Eine weitere XXL-Täuschung ließ der Bayerische Rundfunk mit der Verurteilung vom Stapel, Sasek würde Spaltung und Hass verbreiten. Entscheidend, ob die Kritik, die man anbringt, ob die dazu dient, sozusagen Verständigung zu fördern, ja, oder ob die Hass und Misstrauen sieht. Ja. Und das ist der große Unterschied. Das, was eben Sasek macht, das ist Angst verbreiten und gleichzeitig eben auch Hass zu sehen. Ja. Sehen Sie mit eigenen Augen, wie viel Hass, Spaltung und Verachtung Sasek seit vielen Jahren allerorts verbreitet. Doch schauen Sie ein paar Jahre zurück und urteilen Sie selbst. Nachfolgende Bilder waren dem Bayerischen Rundfunk aufgrund jahrelanger Recherchen ausreichend bekannt. Skala 1 bis 10. Wie viel Spaltung und Hass verbreitet Sasek?
ganz schlimm. Also ob das jetzt Schwulenhetze ist oder sonst wie, also, das ist eine Menge. Für mich ist es immer entscheidend, ob die Kritik, die man anbringt, ob die dazu dient, sozusagen Verständigung zu fördern, ja, oder ob die Hass und Misstrauen sieht. Das, was eben Sasek macht, das ist Angst verbreiten und gleichzeitig eben auch Hass zu sehen. Ja? Ganz schlimm. Ich liebe dich hier drin, ich liebe euch da draußen, ich liebe alle Nationen, ich liebe alle Denominationen, ich liebe alle Kulturen. Wir brauchen einander, wir sind ein Organismus und wir lieben einander. Ich bin von dir abhängig, wie mein Kopf von den Füßen oder umgekehrt abhängig ist. Wir sind voneinander abhängig, wie jedes Organ im Körper vom anderen Organ abhängig ist. Wir lieben nicht allein Gott, wisst ihr, wir lieben auch euch. Wir machen das aus Liebe. Ja? Wir sind hier, weil wir euch lieben. Dass wir das aus Liebe tun, das möchte ich euch vorher sagen. Wir lieben euch. Und das sagen wir ungeheuchelt, ungeschminkt und ohne böse Absicht, ohne hinterlistige Absicht. Wir sagen, wir machen das, weil wir euch lieben, okay? Wir hören auf, uns in diese verdammten Spaltungen reinzubegeben. Die hast du in jeder politischen Szene. Links, gegen rechts, gegen Mitte. Wir sind keine Menschenverächter. Ich bete immer wieder für den Stamm und für den Schmied, für die, die mich seit Jahrzehnten schädigen im Hochgrad, die mir Übels tun, wo sie können, die alles immer wieder angreifen, was ich tue. Ich bete immer wieder um ihr Heil, mit aufrichtigstem Herzen. Und ich weiß, wenn immer sie zur Einsicht kommen, bin ich der Erste, der sie begnadigt, bin ich der Erste, der ihnen vergibt. Am rechten Arm liegt der Hugo Stamm, im linken mein Sohn Georg Otto Schmid. Ah, ich liebe meine Jungs. Ah. Das sind so liebe Kerle, oder? Der Schwarz noch ein bisschen dumm, oder? Ich muss ihn einfach lieben. Ich sag, das sind betrogene Kerle, arme Kinder, die kommen überhaupt nicht zurecht mit dem Leben, die müssen die ganze Zeit so Unsinniges tun. Ich muss meine ärgsten Feinde lieben, ich kann das nicht anders. 40 Nationen haben sich da umarmt, ja? Israelis und Araber und alle haben sich gegenseitig wertgeschätzt, haben gesagt, ich liebe dich, ich brauche dich. Die Amis haben es den Russen, die Ani und die Ukrainer, 40 Nationen, Religionen, aller Gattungen waren hier. Alle haben sich gesagt, ich liebe dich und ich brauche dich. Und dann sagt jemand, das war das Beste, was du je hingekriegt hast. Ich habe nachher bereut, dass ich das nicht gekontert habe, weil ich habe wesentlich Größeres geleistet in meinem Leben. Und wisst ihr, was das ist? Ich habe hunderte von Eheleuten dazu gebracht, dass sie sich zu Hause sagen, ich liebe dich. Ich sage das heute nach 32 Ehejahren fast täglich, ich liebe dich, ich brauche dich. Ich gehe nie an ihr vorbei, ohne sie zu küssen. Und meine Kinder bis heute, jedem Einzelnen, ich gehe nie vorbei, ohne sie zu küssen. Ich habe es fertiggebracht, dass sich Tausende von Kindern und Eltern zu Hause sagen, ich liebe dich und ich brauche dich. Also wenn wir von Liebe reden, dann reden wir von praktischen Taten und Werken. Die machen das nicht für Geld, die machen das einfach, weil sie euch lieben, weil wir euch lieben. Und auch heute sagen wir es wieder, wir lieben euch. Und wir küssen euch und lieben euch. Wir lieben euch, ich liebe euch, wir lieben euch. Ich sag's nochmal, wir lieben euch. Ihr seid wunderbare Menschen hier drin. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Dann wird das wieder so billig, wenn ich sage, ich liebe euch. Das ist fast eine Phrase, oder? Es ist mehr. Es ist nicht ein Wort. Ich liebe euch wirklich. Ob das jetzt Schwulenhetze ist oder sonst wie. Ob das jetzt Schwulenhetze ist, Schwulenhetze ist, Schwulenhetze ist. Man will uns jetzt unterstellen, als wären wir, was soll ich mal sagen, Schwulenhasser. Ich bleib mal bei dem Thema, ja. Es wird so dargestellt, als würden wir Schwule hassen. Und ich sag dir, das stimmt nicht. Ich liebe die Schwulen. Ist das okay? Ich liebe die Schwulen. Natürlich nicht so, wie sie das gerne hätten. Das so tolerant müssen sie jetzt sein. Wir wollen dem ganzen Establishment, all diesen, die Kriege anzetteln und solche wunderbaren Völker aufeinander loshetzen möchten, unsere Söhne in den Krieg schicken möchten, dass sie die Stimme dagegen. Nein, wir wollen nichts. Nein, wir wollen nicht. Keinen Krieg. Keinen Krieg. Keinen Krieg. Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Wir lieben uns. Wir lieben uns.
Setze ein Zeichen gegen Spaltung und Krieg, indem du heute noch das Feuerwerk der Liebe mit der ganzen Welt teilst. www.sasek.tv/grenzenlos Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.